Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ja, wir haben ein neues Event, Leute. Wir haben ein neues Event, das Trophy Titans Event ist da. Es ist ein neues Side-Event, aber es ist ein ziemlich geiles Side-Event, würde ich sagen. Also da gibt es auf jeden Fall richtig viel zu holen. Ja, und da gibt es auch mal ein bisschen auch Free-to-Play zu holen. Mit etwas Glück natürlich auch. Aber wir schauen da natürlich gleich mal noch rein. Ich würde mal so behaupten, nächster Livestream probiere ich anzusetzen auf den Dienstag. Auf den Dienstag nächste Woche könnt ihr euch mal freihalten auf 16 Uhr. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Genau, das sollte eigentlich so klappen. Ja, wir gehen mal rein. Wir gehen mal rein, nicht ins Retro Stars genau, sondern wir gehen rein ins Trophy Titans Event. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, was ich euch jetzt also alles zeigen kann. Also, wir haben natürlich die täglichen Quests, ist ja klar. Und wenn ihr die Quests alle abschließt, diese Woche, dann bekommt ihr hier einen Kenny Dalglish. Kenny Dalglish finde ich sehr, sehr geil. Auch das Bild, super mit dieser Mütze. Fühle ich, erinnert mich immer an Yashin. Super, wirklich einfach nur super. Kann man auch mal kurz gucken, wenn ihr das hier alles abruft. Hier 5 Tage lang, 5-mal abrufen. Und dann habt ihr schon auf jeden Fall diesen Punkt gesaved. Dann müsst ihr noch 2-mal gewinnen. Herausforderung oder Championship sollte eigentlich auch machbar sein. Und dann noch 20 normale Partien. Das sollte man auch eigentlich hinkriegen mit Retro Stars nebenbei, wenn man das noch ein bisschen spielt. Dann geht das eigentlich ganz von allein. Genau, so ist es ganz einfach. Und dann kriegt ihr eben einen Kenny Dalglish am Start. Dann in den nächsten Wochen kommt Donovan und Dudek und wenn ihr die eigentlich auch mitnehmt, dann ist das auch kein Problem, weil dann müsste das ungefähr genauso sein mit den Quests. Ich denke mal nicht, dass die jetzt so große Unterschiede machen werden. Auf jeden Fall alles Free-to-Play natürlich von diesen dreien. Und dann kommt das Geile, wenn ihr alle drei abgeholt habt, Leute, wenn ihr alle drei abgeholt habt, also wenn ihr alle drei Quests immer so gemacht habt, dann könnt ihr nämlich zack, zack, zack Roberto Carlos euch abholen. Und da, ganz einfach, braucht ihr dann diese drei Spieler und könnt ihr dann eben hier reinhauen. Kein Problem, übertrieben machbar. Das ist wirklich sehr, sehr smart gemacht und sehr, sehr geil. Das heißt, somit ist eben auch dieser Roberto Carlos, den ich wahrscheinlich auch spielen würde, der ist einfach Free-to-Play. Der ist einfach Free-to-Play und den will ich mir natürlich auch holen. Den will ich mir nicht nehmen lassen. Sehr, sehr geile Karte auf jeden Fall. Ja, das sieht wirklich gut aus. Und den reinstellen als LV, da sehe ich mich wirklich. Da sehe ich mich wirklich, Leute. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Aber sehr, sehr cool, dass hier eben Roberto Carlos Free-to-Play ist. Super. Super, super, super. Wir haben noch einen Umtausch hier. Wir haben Klose. Den kann man natürlich auch machen, den Klose-Umtausch. Ja, 114er Klose, finde ich sogar ziemlich interessante Bedingungen, also hier, oder, ja, das ist eigentlich übertrieben machbar hier mit den 112er, 111er und 110er Spielern, der ist bestimmt auch in-game ziemlich gut, kann ich mir vorstellen, das ist ja wie so eine Art Geschenk sogar von EA, weil das ist ja wirklich nicht viel, was man eben für diese SBC braucht. Dann haben wir noch den Tagesbonus und das ist ziemlich, ziemlich cool, da haben wir zwei Free Packs, die wir hier bekommen, ja, das kann man auf jeden Fall mal machen, kann aber eben nur einmal hier pro Woche abrufen. Der Lachs ist nur einmal da und der Lachs ist hier, gut, alle 24 Stunden am Start. Genau, wir gucken mal rein, vielleicht haben wir Glück und ziehen jetzt irgendwas Krasses, denke ich mal zwar eher nicht, aber wir können es ja mal probieren. Ich habe schon bei StopD, also beim kanadischen FIFA Mobile YouTuber gesehen, dass diese Packs absoluter Schmutz sind. Egal, wir gucken rein, vielleicht haben wir Glück. Wir haben kein Glück, wir ziehen keinen Spieler, also nicht kein Walkout zumindest. Und es ist wahrscheinlich auch kein Spieler drin, genau, weil die Münzen haben es eigentlich schon gesagt. Und wir können nochmal hier reingehen, zack, ins Gratis-Set, vielleicht haben wir da Glück. Wahrscheinlich zwar eher nicht, aber wir können es versuchen. Nein, haben wir auch kein Glück und kriegen 100 Trainingsübertragungs-Items. Okay, soweit so gut. Das ist erstmal so das. Und hier sind ja erstmal alle Spieler auch mit dabei, die es hier so an High-Rated so gibt. Finde ich eigentlich ganz cool, nochmal hier das aufzulisten. Und jetzt können wir nochmal reinschauen, natürlich in den Shopperino, in den Shop. Genau, im Shop, ganz einfach, gibt es auch hier neue Dinge. Wir haben einen Trophy Titan Pass. Den werde ich mir vielleicht abholen, muss ich mal gucken. Ich habe ja aktuell die FIFA Points
Ja, aber der Pass, da gucken wir auch gleich nochmal rein. Der ist eigentlich schon ziemlich cool, muss man sagen. Ja, dann haben wir halt die Standard-Packs. Wir haben die 5000er-Packs, 2500er-Packs. Wir haben 500er-Packs. Also, ja, was man eben auch von davor noch so kannte. Ja, ist eigentlich übertrieben machbar, würde ich so behaupten. Ja, da sind ziemlich geile Spieler mit dabei. Ja, mit Zidane und so ist schon heftig, aber ich habe schon gesehen, es ist auch ziemlich viel Schmutz dabei. Also, ich glaube, Stopdi hat 50 Packs geöffnet oder so und hat keinen einzigen Trophy-Titan gezogen. Und das will schon was heißen. Naja, wir können nochmal hier ein Gratis-Pack öffnen. Das nehmen wir natürlich auch mit. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir hier einen Spieler rausziehen, aber wir können es ja mal mitnehmen. Also, drei Gratis-Packs tatsächlich finde ich echt cool. Das finde ich wirklich. Props an EA, das finde ich wirklich cool, dass man hier auf Free-to-Play mal wenigstens noch mal ein bisschen was öffnen kann und dass hier nicht alles komplett Pay-to-Win ist, auch wenn man wahrscheinlich nichts zieht, aber okay, man nimmt es einfach mal mit, ne? Man nimmt es ja einfach mal mit. Okay, dann haben wir das hier alles gemacht, perfekt. Hier gibt es auch irgendwie neue Packs mit dem Petit und Alolan und so, ja, kann man machen. Muss man jetzt nicht, ja, ist halt ein bisschen besser dargestellt, finde ich, weil, ja, es ist halt einfach nur 500 FIFA-Points, aber, naja, kann man machen, muss man aber nicht. Ich glaube, ich werde es jetzt erstmal nicht machen. Trotzdem eine interessante Sache hier wieder, um ein wenig, vielleicht für FIFA Mobile auch ein wenig mehr Geld zu verdienen. Naja, ist halt so und wir gehen nochmal kurz rein natürlich zum Shop. Der ist natürlich auch neu, da gibt es auch neue Dinge zu sehen für uns. Da gehen wir über Trophäen-Titan. Ich finde, Trophy-Titan klingt viel geiler als Trophäen-Titan. Also, naja, nur so meine Meinung. Wir gehen noch mal kurz zum Pass, genau. Da gibt es einen Lampard. Habt ihr ja schon hier am Bild erkannt. Der ist auch mit am Start. Finde ich cool. Ich werde mir den Pass ja, wie schon gesagt, vielleicht holen. Muss ich mir noch überlegen, ob ich das wirklich mache. Aber hier gibt es schon viele Gems und FIFA-Points und ha. Ist schon cool, ne? Ist schon cool. Hier Frank Lampard auch am Start. Den würde ich vielleicht sogar spielen. Also, ja, es könnte sich schon lohnen. Es könnte sich schon lohnen, das Ganze hier auch zu spielen, zu machen, was auch immer. Da habe ich Bock drauf eigentlich. Da habe ich auch eigentlich Bock drauf. Könnt ihr mal gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Lampard spielen, ja, nein, vielleicht. Wäre auf jeden Fall mal eine interessante Sache, denke ich mal. Und ja, sonst haben wir noch im Event-Shop auch nochmal was Neues dabei. Jawohl. Oh, Ressourcen ist auch was Neues. Neu. Nee, das ist nichts Neues. Das kennt man schon. Aber Division Rivals ist neu. Division Rivals ist neu und sehr, sehr geil. Da werden wir wahrscheinlich morgen mal hier nochmal ein bisschen reingehen und hier einen 114er Spieler abholen, den ich noch hoffentlich verkaufen kann. Ja, ich doch, doch, die kann man eigentlich alle verkaufen hier. Aber ein 114er Spieler, das ist schon geil. Es war gut, dass ich gewartet habe mit meinen Punkten. Ja, 115 hätte ich natürlich auch gern geöffnet, aber da fehlt mir noch ein Punkt dafür. Trotzdem sehr, sehr geil auf jeden Fall. Da sehe ich mich wirklich. Da sehe ich mich wirklich bei diesen Packs. Das könnte schon richtig, richtig scheppern, aber bin ich gespannt, was wir da morgen ziehen daraus. Aber finde ich gut, dass EA das wirklich auch immer mit nach oben bringt. Also, ja, kann man auf jeden Fall machen. Kann man auf jeden Fall machen. So, können wir noch schnell das hier mitnehmen. Und hier auch Retro Stars. Also, es ist halt alles nebenbei so. Die ganzen Quests und das ganze Zeug muss man eben alles auch erstmal erspielen hier. Ja, da muss man immer aufpassen, dass man da nichts vergisst. Dass man da ja nichts vergisst. So, Star Pass, ja, da ist gerade nichts weiter Neues. Das werde ich nochmal ein bisschen aufsparen, auch für den Livestream. Da werde ich jetzt nicht so viel öffnen. Na, wobei 106 bis 111 kann ich jetzt nochmal öffnen, weil die Spieler sind sowieso unverkäuflich. Nehmen wir mal mit. Jawohl, Gaia nehme ich mit. Kann ich sowieso nicht verkaufen. Und ja, dann ist es eigentlich eine ganz solide Sache, Leute. Was sagt ihr zum Event? Was sagt ihr dazu? Welchen Spieler wollt ihr euch holen? Findet ihr es besser als die anderen Side-Events? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, Leute. Und das heißt, wir sehen uns auch, denke ich, einfach mal morgen wieder. Morgen wildes Video, Leute. Seid dabei. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.